So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thunder 2015. Hier oben seht ihr meine ganzen Abschlüsse jetzt erstmal und dann mache ich die Begrüßung. Da, also kann ich auch nebenbei machen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thunder 2015. Ich war ja auf Klassenfahrt gewesen, wie gesagt. Bin gerade eben heimgekommen, noch geht 3/4 Stunde heim, nehme ich auf. Und ich weiß gar nichts von der Map. Ich habe gesehen, wie die Bisons aussehen, habe ich mir auf YouTube angeguckt. Und ich weiß, es habe ich gerade eben von Luki gesagt bekommen, dass jetzt neben mir, da nimmt auch mit auf, erstmal hallo. Hallo. Ja, das mal. Wie viele Tiere brauchen wir insgesamt? 1000. Und 1000 Abschuss mit jeder Waffe? Ja. Genau. Und ja, darum habe ich gerade auch so schnell aufgedrückt. Da oben kamen ja die Anzeigen von den Tieren. Also wo ich mehr habe, jetzt habe ich unheimlich viel Underscore, denke ich mal, bekommen. Und ja, da muss ich auch was anderes irgendwie anziehen. Ich habe mir mal die ganze neue Maskierung, weißt du, Kuckuck, was gekauft. Ich habe keine Ahnung. Und wenn man die nicht anhat, erfriert man oder wie? Ja, genau. Also wenn du... Muss man du musst entweder diese blaue, die gibt's kostenlos, oder wie du, dieses weiße. Das weiße hast du überall grün, beim blauen, beim braun, was ich ja mal, bist du überall so neutral. Stell dich mal neben mir. Ja, das ist ja. So sehe ich aus. Und wenn du das nicht anhast, also das heißt mit normaler Klamatur rumläufst, erfährst du, was sehr gut gemacht ist, weil hier kannst du nicht mit Titel rummachen, weil das geht einfach nicht. Da kann man auch einmal Stopp, Tim steht da rum, sieht ja geil aus. Ja, du hörst es auch richtig gut mit dem Schnee rumläufst. Warte mal, ja, erzähl du was noch weiter. Wenn du oben auf dem Berg rumläufst, hört sich anders an, als wenn du hier rumläufst. Und, gut. Und die hat eine neue Waffe ist draußen, 45-70er, das wisst ihr alles schon. Denke ich mal, welches Visier soll ich drauf tun? Am besten ja, für Bison. Du kannst, also ich würde das normale da tun. Ja, ich kann ja mal Zweitschuss mitnehmen. Ja, mit was kann ich noch die Bison schießen? 7mm. Ja, die hast ja du dabei. Ich nehme die 223 für Fixe mit euch. Du hast mal alles raus. Ja, ich tu auch noch was. Was brauche ich für Crawler? Crawler einfach nur Schwarzwedel, also der normale Grundcrawler. Ähnliches war's. Ah, und ja. Fuchs kannst du noch mitnehmen, wenn ein Fuchs überhaupt kommt, aber wo wenn wir auf Bisons gehen, kommt wahrscheinlich nicht. Ja, und der Lucky, da war das erste Mal gleich wieder auf der Map, was aus den Ja, Pädagogen? Das erste Mal war ich auf der Map. Ja. Er spielt ja zurzeit nicht so oft zu Hunter. Geht er auf der Map drauf und schießt gleich immer an 225 eigentlich. Schickt er mir das Bild. Da war ich gerade in der U-Bahn, habe ich mir nur so gedacht, nee, ey. Ja, war ich brauche. Man darf halt immer mit alle Bogen alle schießen, oder? Nee, du darfst irgendwie nicht. Mit dem Snakebite werde ich aber schießen dürfen nämlich. Snakebite darfst du schießen, das ist immer mit der Zugkraft, hat es immer zu tun. Ja, mit Lips hat, da war ich im Teamspeak nebenbei, habe ich irgendwie irgendwas gehört und ich weiß gar nichts drüber, ich bin jetzt komplett Anfänger auf der Map. Ich lasse mir das alles auf dem Lucky erklären. Aber du brauchst aber viel Schuss. Kann ich auch gleich sagen. Und ja, das nehme ich jetzt auf, dann render ich schnell. Also soll ich mal. Ja, ich hab 30 Schuss zu mir. Ich kann nicht auch mit der Fette schießen, oder? Ja, ja. Und Cola brauche ich Elch und Krone. Und ja, Elch und Krone. Ja, gucken nach beide. So, ich nehme, also für Fuchs soll ich einmal was mitnehmen. Warte, bleib mal stehen. Ja, Fuchs kannst du mitnehmen. Soll ich? Ja. Ja, ich nehme mal Fuchs-Cola also mit. Ich habe auch Backshot mit dabei, noch ein Shotgun. Ja, nehme mal mit. Ja. Ich überlege gerade, ob ich aber für die Shotgun Vogelschwur mitnehmen könnte, dann hätten wir auch die Schneeschuhe haben noch. Oh ja, stimmt. Nimm mal, oder, ja. Also mehr passt bei mir nicht rein, dann müsste ich wohl nach. Warte mal, ich kann auch zur Not was mitnehmen. Wenn du was für Fuchs dabei hast, dann nehme ich die Blinking dann mit. Ja, das kannst du machen, genau. Schneehasen, wie sind die? Schneehasen, ja, sehen ähnlich aus wie die normalen halt. Wie Bauten oder keine Bauten? Nee, keine Bauten. Ja, soll das auch funktionieren. Haben so überfette Füße. Geil. Und kann man die Spuren dann einfach verfolgen, oder? Warte mal, ich schau gerade beim Luke nebenbei auf dem Bildschirm. Denk, was will ich mitnehmen, die Blinking? Kann man die Spuren dann einfach nachgehen, wenn man die hat? Also sieht man die da so richtig im Schnee drin? Ja, die Dinge schon, aber ich habe noch selber keine geschossen, sondern die anderen. Nee, ich mein, ja. Ach, die Bisons? Ja. Bisons kannst du die Spuren nachgehen. Guck mal, ja, ich habe alles dabei. Sind meistens so kleinere Würstchen, weiße Leute. Und dann sollte man hier nicht unbedingt. Warte mal. So, gut. Ja, das ist die neue Waffe. Das erste Mal, dass ich sie sehe. Naja. Die hat noch ordentlich einen Bogen zu. Weitschuss geht mit dem, weil ja, das hat er. Ja, doch, geht schon, aber da musst du.
Also Bison würde ich 100 Meter maximal. Ja gut, und zeige ich nochmal kurz die Karte. 150 vielleicht auch noch. Da, so sieht die Karte aus. Ich denke, die werde ich auswendig kennen. Ja, und heute Abend machen wir noch eine Treibjagd. Die lade ich dann morgen hoch. Oh, da unten ist, glaube ich, was. Ich glaube, da ist ein Siegerhirsch, machen wir langsam. Ich habe nichts Siegerhirsch dabei, oder darf ich die mit dem Bund? Ja, Siegerhirsch ist da unten. Ich habe auch noch keine. Hey, was ist da? Was ist da so? Guck mal zu mir. Was hat da so komisch ge... Ich habe nichts gehört. Ja, warte, ich habe gesehen. Guck nochmal kurz hin. Weil dann guck ich dir kurz ein bisschen. Da unten sind Bäume da. Du kannst ihn schießen, ich hab eh schon. Darf ich dir mit dem 45er schießen? Nein. Ja, hab ich nichts dabei für ihn. Außer dem Bogen. Achso, ich aber einen, soll ich schießen? Ja, noch einen Bogen. Warte mal, ich sehe ihn. Ja, warte. Da, ja, komm, schießen. Ich nehme aber auf, okay? Ja. Ja, schieß so, das sieht geil aus, wenn du so wie du kannst. Ah, das sind nette Bäume. Komm, no scope. Liegt. Ja. Ohne sehen. Hat nichts gesehen, ich hab's gesehen. Ja, war ich im Baum. Also, und die Bisons sind... Hey, da schnauft man so cool. Ja, ja. Man hält auch alles in Luft, dann könnte man machen. Das hört sich mal lustig an. ja gut. Das war jetzt dumm, dass ich nichts für Siegerhirsche mitgenommen habe, aber egal. Schießt ja die Siegerhirsche, ich die Bisons. Ja, auch also Bisons können wir wahrscheinlich alle draufschießen, weil es so... Hier, ja... Also, hier sind die, ist die Karte immer so übersichtlich wieder? Ja, es gibt auch richtig dichte Bäume, aber die sind richtig gut. Aber man sollte eh... Also ich laufe immer übers Offene, weil das einfach übersichtlich. Naja, also ich finde... Erster Eindruck ist genial. Ja. Hast du Punkt gemacht gehabt, wo es liegt? Nein, der Schnee ist. Da liegt es doch, oder? Da ist eine Spur auf jeden Fall. Guck mal, wie das in dem Schnee. Ah, ja, da hinten ist der. Ja. Sieht genauso aus wie die schwarze Welt, wenn ich ehrlich bin. Naja, wegen anderes Fellfarbe. Kann ich ihn aufnehmen? Ich hab noch kein Wochenende gemacht. Oh, komm, nach. Oh. Sorry. Oh, naja. 59. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt brauche. Naja, muss man in die Welt reinlässigung. Naja, das sieht jetzt aus. Ich brauche auch keinen Draufschutz machen. Nur, dass ihr mal seht. Und dann würde ich sagen, ja, ich mache jetzt wieder einen kleinen Cut. So, wir haben dann Ellie auf der Hangseite. Siehst du? Da drüben, direkt gegenüber. Ja. Irgendwo da, also. Weiblicher. Soll ich ihn mal callen oder kann ich ihn gleich mal schießen oder willst du ein wenig näher rangehen? Ja, ich will gerne mal sehen. Der direkt vor uns, da, auf der Freifläche. Ich call mal. Ja, wir können ja noch ein bisschen näher rangehen, wenn ich mal Männchen dabei oder was. Ja. Und da oben sind dann auch die Bisons. Ja, die müssen hier mal holen. Soll ich mal mein erstes Bison dann mit dem Bogen schießen? Warte mal. Also, aber ich finde die blaue Jacke sieht auch so chillig aus. Ja, vor allem das Coole ist die kostenlos. Ja, ich hab's mir jetzt halt mal gekauft. Ja. Mein Gott, du bist auch viel besser getan, also ich bin komplett drauf. Ich leg mich da erstmal hin und schieße, okay? Ja, mach. Ich weiß halt mit dem Drüberhalten oder so, ich mach mal ein anderes Kopf drauf. Naja, ich hab keinen Plan. Mit einer anderen Waffe würde ich sagen, zwei Schüsse. Also wenn du eine Lunge triffst. Wenn du da Lunge triffst, dann also. Ja, ich lass nochmal einen ich lass nochmal einen durch die Bäume raus, von den Bäumen rauskommen. Aber ich finde das Atmen ist sehr gut gemacht. Mhm. Da vorne kommt noch ran, da ist er in den Bäumen, ich sehe es. Ja, ich will es ja gleich neben ihm dran schießen. Ja, da kann, dann sieht das sehe ich halt schön, wenn der da am Hang ist. Ah, das werde ich nicht mal bekommen. Da steht er. Ja, mein erstes Männchen, mein erstes. Muss er davor halten? Liegt. Hey, kann es sein, dass die Sau schon repetiert? Ja. Aber die haben schöner, die haben richtig schöner Bums. Ja, okay. Warte mal, hier war immer eine Spur. Ich muss meine Spurenfarbe noch ändern, blau ist ja schlecht. Ja, ich hab's glaube ich auch noch auf blau. Ich hab's wieder auf rot, auf so einem gammeligen Rot.
Nee, du meinst deine Eltern. Spannend, wann ich an was. Ich schieße mir, glaube ich, mein erstes Biest an meinem Bogen. Rennen die weg, wenn ich da ganz normal zu denen hinlaufe, oder greifen die dann direkt an? Keine Ahnung, haben wir nie gemacht, ich habe die auf 100 Meter geschossen. Also ich war immer seit Erfahrung, ich habe zwei geschossen gesehen. Ja. Da, warte mal, da war eine Spur, ich denke, ja. Warte mal, ich glaube, ich habe noch einen Siegerhirsch. Ja, ich habe hier noch einen. Siegerhirsche? Ja. Ja. Rechte Lunge, linke Lunge und das gelaufen. Ja, passt aber. 4,7 Sekunden, ein Abschuss. Setz mal Punkt. Ja, er ist gerade eben weggetrabt, weggerannt, keine Ahnung, was er gemacht hat. Also ich kann den da auch nicht sehen. Ja. Oh, ups. Und das sind dann auch die... Wie sonst auf den Kögelig. Ja, die sind halt hier, denke ich, also überall. Auf der anderen Seite sind dann eher, also, in der anderen Stadt ist das so eher Füchse, Hasen. Ich denke, die Hasen weiß auf weiß, ob man das gut sieht. Ja, nicht so viel. Oh. Da hat was gecallt. Echt? Nee, da war eine Eichspur. Ja, hier ist eine Eichspur. Ja, das ist gleich, ich hab. Da hinten ist er doch, oder? Da unten ist noch ein Siebter, Siebter. Weibchen? Ja, die sind nervös. Traben die dann genauso wie die Schwarzwedel? Okay. Lass mal das Bottle. Warte, ich spotze auch mal. Dann schieß. Ja, bin ich schon. Unten, in, ja, da ist es. Soll ich schießen? Warte mal, ich will es erstmal spotten. Bevor es aber anfängt zu traben, schießt es, wenn es wieder. Ja, jetzt kann schießen. Gut, sauber, warten wir Zeit. Oh, da hinten, noch. Da renne ich, oder was? Ja. Oh, gar nicht mal so ein schlechter. Gar nicht mal so ein schlechter. Und noch ein Zika-Hirsch. Ja. Der Elch steht wieder. Naja. Den schieße ich, naja, rennt wieder. Lass den holen wir uns von den Elch, oder? Ja. So groß wie deiner ist er zwar nett, aber... Ich schätze mal so 170 oder so. Ja, komm doch mal. Kann schon hinkommen. Kannst du mal, willst du ihn aufnehmen oder wegen Draufwischer oder kann ich aufnehmen? Ja, ich, ja, nehm auf von den Männchen. Okay. Da waren noch irgendwo Männchen dabei. Da ist eins abgerannt. Das ist mit dem Elch in Richtung Elch weg. Nee, hier oben abgerannt. Das ist schon eher Weibchen gesehen. Ja, das war das Weibchen, wo du geschossen hast. Ja, ich hab noch ein Weibchen gesehen. Gut. Mirbelsäule, Mitte, Leber. Ja, da hab ich geschaut. Ja. Ja, gut. Bis dann. Wenn, oder was soll ich mal durchlaufen lassen? Sieht mal, ich könnte... Weiß nicht, vielleicht steht der Elch da. Ja, lass mal kurz durchlaufen. Oh. Schieß mal den Elch noch, dann noch zu Bisons. Ich habe keinen Plan, wann ich das Video rendern soll. Weil wenn ich das Video rendern kann, kann ich nicht zocken. Ja, mach ich mal lieber einen Cut, sonst wird's zu lang. Ja, so, da sind wir wieder, da ist der Elch. Ja, bis 190, Loki kann ich ihn schießen. Na, warte mal. Ja, weil, aber der läuft über die Kuppel rüber. Siehst du? Warte, ich seh mal sitzen. Warte mal, ja, das ist halt scheiße mit dem Runterzählen, weil die Waffe ist vielleicht wackelt. Okay, kannst du? Drei. Nein. Warte mal, der läuft weg. Ja, ich muss jetzt schießen. Ja, dann schieße ich, schieße jetzt nicht. Oh Mann. War der Schuss aber nicht allzu gut. Bin wegen nach oben abgekommen. Ist getroffen? Nein. Ich denke den Elch, das habe ich eingeweidet getroffen. Ja gut. Dann würde ich sagen, sobald ich den Elch gefunden habe, schalte ich wieder an. Also, bis gleich. So, da liegt der Elch. Ich glaube, den habe ich Lunge getroffen oder so. Das ist ganz weit gekommen, der Luki hat auch seinen, Siegel... Sitka-Hirsch getroffen? Jo. Okay. Sitka. Ja. Okay.
Will jetzt immer so ein Bison. Call die Bisons. Hab noch keinen bekommen, keine Ahnung. Na, wo nicht denn der? Ah, oh, naja, 158 geht schon. Es gibt schlechtere. Ja. Ich muss meinen erstmal nochmal sponsern. Gut, ja. Und dann würde ich sagen, sobald wir das nächste haben, schalten wir da an. Also, bis gleich. Hat eben ausgemacht und das sind die Bisons, die kommen auf den Zug getrabt. Da kommt Bisons, da kommt so ein Ochs, so ein Hornochs. Der trabt leicht nach oben. Hast du das Wumpen? Ja, der müsst bei dir, in dem Wäldchen. Der läuft bei dir um. Warte, guck nach oben, der ist nach oben. Ich hasse ihn gerade. Ja, bei mir oder was? Ja, auf deiner Höhe oben. Hinter dem Kübel da. Wir müssen noch über den Kuppel drüber. Ja, komm. Wie gesagt, ja. Ach, die kommen dann schon, wenn die uns hören. Nein, aber komm zu mir, wenn die bei mir oben sind. Ja, so weit oben sind sie, glaube ich, doch nicht. Bis 126 Meter von mir weg. Ja, ich glaube, die sind auch eher noch in die Sitzkarriere in der. Und wenn ich einen schieße, greifen die anderen an. Nein. Du musst wenn dann da schon richtig nah sein, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was ausprobieren. Ah ja, ich sehe sie. Ist das so ein Punkt, wenn du... Ja, ich sehe es. Da ist er. So, ich schieße mit dem Bogen. Ich glaube, deswegen kauft ihr nicht zu, oder? Das ist ein weiblicher. Oh Mist, ich habe keinen Bogen drin. Oder nicht meinen Sitzkern. Ja, lass mal. Da ist dein Bogen. Ja, ich sehe. Ich sehe dich jetzt mal ein. Er sieht mich. Ich schieße jetzt auf dem. Ja, doch. Gucken, was wir getroffen haben. Oh ja, weiß nicht. Er läuft so leicht seitlich an mir vorbei. Flüchten, was ist es? Warte mal ruhig. Er ist down. Nice. Ich kann dir einen Punkt machen. Mal gucken, du hast ja gesagt, jetzt in den Gruppen, vielleicht sind da ja noch mehr da. Muss mal gucken, welche Spurenfarbe auf der Map die beste ist. Ich hab rot. Oh, das ist ja gar nicht mal so weit gekommen. Als im Bogen können wir, kann man es auch sehen, schießen. Ist schon mal gut. Ich hab meinen Sitz an hier. Yeah. Und wir sind ja alles größer. Ja, 44. Naja, den ersten Sitz ja hier, wo ich vorhin schon mal. Weil ich da vorne dabei schon geschossen habe und da wollte ich dann vorhin schon mal. Ja, mal gucken. Ich sehe aber bis jetzt keine andere Bisons. Ja gut, dann habt ihr dann schon mal so einen Bison gesehen. Habt dann Elche zu Elche als Abschluss. Und dann würde ich sagen, ja. Oh Mist, das war ein weiblicher. Ja, den leben lassen müssen wegen Wettbewerb. Egal, aber naja, linke Lunge, rechte Lunge, Eingeweide, das war ein sauberer Schuss. Die haben anscheinend auch recht viel Wirbel und so. Das sieht dann, wie die aufgebaut sind. Gut. Noch ein schöner Trophy-Shot machen. Ein Bison. Bogen in der Hand. Gibt es auch nicht viele Tiere an, wo mein erster Abschluss mit Bogen ist. Es ist glaube ich sogar meine erste. Ja, da hat er einen Mund schon auf. So. Okay, das sieht doch mal nice aus, oder? Soll ich mit rauskommen? Ah, ne, ja. Oder ne, es passt so eigentlich. Ja, okay. Gut, und dann würde ich sagen, dann war's mit dem Video gewesen. Ich nehme, denke ich, heute Abend, wenn alles klappt und mir genug Leute sind, noch eine Treibjagd drauf. Das heißt, dann über Nacht rendern und lade dann morgen hoch. Dann würde ich sagen, viel Erfolg und viel Spaß noch mit der neuen Map und weit mal Zeit. Tschüss!